Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, Moment mal Daniel, ist dir eigentlich zu kalt oder was läuft bei dir in deinem Gehirn eigentlich falsch? Nein, mir ist nicht kalt und ja, bei mir läuft sehr viel im Gehirn falsch, aber das ist ja keine neue Info für euch, deswegen möchte ich euch nicht weiter damit langweilen. So, wir haben in der heutigen Folge wieder einige coole Aufgaben vor uns und zwar müssen wir nachsitzen. Okay, streich das cool nochmal, Regie, streich das cool nochmal raus. Wir werden heute nachsitzen und zwar beim lieben Pitz, der gar nicht so lieb ist. Und wir werden heute noch die Lektion Descendo lernen. Aber weil wir letzte Folge mit der Lektion angefangen haben, fangen wir diese Folge mit der Hauptquest an, weil ich auch schon vor Ort bin. Und deswegen, Leute, einmal in die Küche und Pitz treffen. Let's go! Also, da sind wir jetzt hier in der wundervollen... Oh Gott, wie sehe ich denn aus, Alter? Wie ein Haufen Scheiße. Läuft bei mir auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier in der Küche der Hauselfen, die jetzt hier fleißig schon am Arbeiten sind und die ganzen Schüler natürlich, die nachsitzen müssen, weil sie Scheiße gebaut haben. Und da reiche ich mich jetzt erstmal mit ein. Hallo, kleiner Hauself, was kochst du denn da Schönes? Ist es wirklich wahr, dass eine Chimäre frei herumläuft? Nicht mehr, glaube ich. Und warum hörst du dich an wie Rowan? Ey, Moment mal! Optimale Theorie, Leute. Rowan ist ein Hauself. Ja, eindeutig. Das ist jetzt die optimale Theorie da, Leute. Ohne Scheiß, ich glaube wirklich, Rowan ist ein Hauself. So, hallo Jay, na, was geht? Wir müssen uns über die Lieferung von etwas Bestimmten unterhalten, das ich bald mitbringen werde. Okay, was auch immer du planst, Jay, lass mich bitte nicht, lass mich bitte außen vor. So, und was machst du da hinten? Das ist eine Fritteuse, nee, das ist ein Waschbecken, ich wollte schon sagen. Stimmt es, dass du Gedanken lesen kannst, Daniel Granger? Ja, und ich sehe deine falschen, zweideutigen Gedanken mir gegenüber, du komischer kleiner Hauself, das wird leider nix. Hallo, Pitz. Du bist spät dran, Daniel Granger. Tut mir leid, Pitz. Ich komme gerade aus Hogsmeade. Ich habe mich volllaufen lassen. Und habe mich bestimmt so zwei, dreimal eingekotzt. Sorry. Keine Ausreden. Mach dich an die Arbeit, bevor Pitz es für immer mit dir aushalten muss. Genau wie mit deinem Freund Jay Kim. Warum bist du immer so wütend? Warum denkt Daniel Granger wohl? Lol? Erstens, was macht der Punkt da? Zweitens, macht der Satz überhaupt Sinn? Warum denkt Daniel Granger wohl? Ja, ich weiß auch nicht, ich denke eigentlich nicht. Ich rede immer nur dummes Scheißzeug, so dummen Stuss und das hören sich dann Leute an und, ja, also ich denke eigentlich sehr wenig, Pilz. Ich weiß nicht, wo du dich beschweren möchtest, du Kartoffelkopf. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Boah, Daniel, ey, der hat jetzt zum ersten Mal eine neue Fähigkeit herausbekommen und muss das jetzt an jeder fucking Person ausprobieren. Als nächstes kommt, dass der vor seinem Bett steht und das Bettlaken mit Legilimens verzaubert, ey. Boah. Legilimens. Okay, und dann haben die alle immer ihr Orgasmusgesicht drauf, ey. Das ist echt sehr befremdlich, muss ich sagen. Die haben beide ihr Orgasmusgesicht drauf. Leute, ich will keine Figuren aus Hogwarts Mystery mit einem Orgasmusgesicht sehen. Ich will das nicht. Ich hab mir das nie gewünscht. Das war nie eine freiwillige Entscheidung meinerseits. Ja, schon irgendwie, als ich das Spiel damals installiert habe. Aber das konnte ich ja nicht wissen, dass man in diesem Spiel Orgasmusgesichter sieht. Ne, ich meine, Schwiegermutters Lieblingslächeln war ja schon schlimm genug, aber jetzt das Orgasmusgesicht von allen Leuten, bei denen ich Legilimens einsetze, sowohl von denen als auch von meiner Hackfressen-Person, das ist nicht erträglich. Das ist bei weitem nicht erträglich und ich wünschte, der kleine Hauself würde eventuell mal die Tomate treffen. Das wäre eventuell vorteilhaft für den weiteren Fortschritt dieser Kochstunde hier, kleiner Hauself, du schneidest nicht. Nur mal so am Rande bemerkt. Und der da hinten denkt auch so, wenn er nur rumsteht und nichts macht, merkt das auch keiner. Und der da, der zählt irgendwas und tut so, als würde er zumindest was tun. Ich glaube, der da in der Ecke ist der Einzige, der arbeitet. Ich glaube, wirkt, naja, die kosten wahrscheinlich nur. Also, Hauselfen haben gar nicht so ein beschissenes Leben. Ne, das muss ich Hermine gleich direkt erzählen. Weil die denkt ja immer noch, dass Hauselfen unbedingt Rettung bräuchten. Ne? Aber ich sag ihr ständig so, Hermine, sei leise, sonst gibt's nichts zu trinken und hör auf zu sagen, dass Hauselfen,
quasi ausgenutzt werden, weil, wie man sieht, sie arbeiten ja nicht mal richtig, ne? So, ich nehme die drei hier. Wunderbar. Toll. Traumhaft. Und, ja, ich zieh mir mal den Schal... Ich hab mich fast selber erdrosselt. Ich zieh mir mal den Schal aus, Leute, weil in diesem fucking Zimmer sind es aktuell 23,2 Grad. Und, ja, das, ich schwitze, Leute, wie man mir das eventuell ansehen könnte. Warum ich das mache? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fühlst du dich besser, nachdem du in Pits Kopf warst? Ja, fast so gut, wie wenn ich in... Boah, diesen... Nee, den Witz könnte man jedes Mal bringen, Leute. Ich bring den nicht mehr. Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Schaut euch einfach als Wiedergutmachung diesen Schnatz an. So, guck da. Ein Schnatz. Ne? So, jetzt hat Daniel in diesem Let's Play noch einen Schnatz gezeigt. Jetzt kann mir keiner böse sein, dass ich so zweideutige, dumme Witze bringe. Nein, ich fühle mich furchtbar. Ich kann nicht glauben, dass dein ehemaliger Herr dich so behandelt hat. Man gewöhnt sich daran. Daran hättest du dich nie gewöhnen müssen. Jetzt weißt du, warum Pitts in den Küchen in Hogwarts arbeiten will. Warum Pitts gute Arbeit verrichten will. Ja. Ich will nicht wissen, was dein alter Herr wirklich mit dir angestellt hat. Ich glaube, ich verstehe dich jetzt besser, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Schön für Daniel Granger. Jetzt an die Arbeit. Oh Mann, ey. Ja. Was muss ich jetzt machen? Oh, mit Barnaby treffen. Der Typ, der in mich verknallt war. Wir treffen uns im Wirtshaus zum Eberkopf, Daniel. Es ist wirklich dreckig. Dreckig oder dringend? Wenn's dreckig ist, dann weiß ich nicht, ob ich kommen möchte, Barnaby. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Lektion, Leute. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit übrig haben, dann werden wir noch Barnaby in dieser Folge einen Besuch abstatten. Ich denke, das ist am besten so. Also erstmal die Lektion Dissendo. So, Klassenzimmer für Zauberkunst und hineinspaziert. Oh, hallo Professor Flitwick, warten Sie kurz, ich muss eben meine Frisur richten. So, Moment, so und es läuft. Nein, es läuft nicht. Was will diese scheiß Strähne, Leute? Ich hasse Strähnen. Strähnen sind Kacke. Hallo Flitwick. So, die Sendo-Vorführung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle wieder in Zauberkunst sind. Die heutige Lektion befasst sich mit dem Zauber Dissendo. Was oben ist, muss nicht unbedingt wieder nach unten kommen. Das denke ich mir auch manchmal. Natürlich nur bis sie Dissendo zaubern. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Ich bin geistig behindert. Oh. Wir beginnen den Unterricht mit einer Vorführung, okay? Als hätten wir eine Wahl. Flitwick, tu nicht so, als hätten wir hier irgendeine Entscheidungsgewalt. Das hier ist eine Diktatur in dieser Schule. Also der Lehrer hat immer was zu melden und die Schüler haben kein Mitspracherecht. Aber uns verkaufen wollen, dass wir hier ein Mitspracherecht hätten. Also Flitwick, ich hab dich durchschaut. Ja gut, ich bin auch ein Legilimentor. So. Sie müssen sich konzentrieren, um Dissendo zu meistern. Üben Sie jetzt. Konzentrieren. Ja, Flitwick, guck mal, ne? Das habe ich mit meiner Supersträhne hier an der Seite echt gut hingekriegt, ne? Boah, diese Strähne, ich raste aus, ich schneide sie gleich ab, Leute. Ich schneide sie gleich ab. Ich schneide sie gleich sowas von ab. Boah. Ja, definitiv das hässlichste Gesicht, was ich jemals in einer Folge gezogen habe. Halten Sie Ihre Federn bereit, es ist an der Zeit für einen Vortrag. Ja, Professor Flitwick, ne, du, ich werde mich da voll anstrengen, du, das glaubst du gar nicht. Ich werde mich so anstrengen, dass ich gar nicht oft genug betonen kann, wie sehr ich mich anstrengen werde. So, der zweite Stern und bitte was Cooles. 40 Empathie. Das kann man immer nehmen. Sind Sie auf ein Pop-Quiz vorbereitet? Wir werden es gleich sehen. Jo. Ja, Leute, dann müssen wir jetzt wohl ein Pop-Quiz machen. Ich werde sowas von eskalieren. Welchen Effekt hat der Zauber Dissendo auf das Zielobjekt? Er senkt es, fliegen, ja, er senkt es, ja. Bin gerade viele Dinge am Überlegen, Leute, aber ich darf nur die Hälfte davon sagen. Eigentlich darf ich davon gar nichts sagen, wenn ich weiter meinen YouTube-Kanal behalten möchte. Aber ja, so, erstmal wieder Schwiegermutters Lieblingslächeln, wundervoll. Und jetzt Haltung für Dissendo üben. Nehmen Sie die Haltung zum Zaubern von Dissendo ein, schauen Sie mir zu. Ja, ich guck doch schon, Professor Flitwick. Hör auf, mich zu stressen, ey. Ich hab heute echt schlecht geschlafen.
Ja, meine Frau hat Schluss gemacht. Ja, okay, eigentlich gehört sie mir noch gar nicht. Aber ich hoffe bald. Bald, Penny, bald. Schon wieder 40 Empathie. Ja, das ist ein toller, das ist eine tolle Belohnung. Daniel Granger, gute Haltung. Bitte führen Sie es vor. Ich sitze nur, Professor Flitwick, wie alle anderen auch, aber okay, alles klar. So, Haltung vorführen. La 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 und hervorragend. Nice, Leute. Der Daniel eskaliert schon wieder hier in dieser Unterrichtsfolge. So, dafür kriegen wir nochmal 10 Empathie. Dicendo-Details nachlesen. Nehmen Sie sich jetzt die Zeit, die Lektionen zu Dicendo in Ihren Büchern nachzulesen. Okay, ja, ich werde auf jeden Fall richtig aufmerksam sein, Professor Flitwick. So, wir haben noch 5 Energiepunkte. Die 4 gebe ich jetzt hier aus. So, da haben wir noch einen. Und der Daniel, der holt sich jetzt direkt wieder ein großes Paket, weil er die nächste Folge auch noch aufnehmen möchte. So, niesen einmal, weil, weil ich halt niesen muss, Leute. 40 Wissen. Warum kommen die ganze Zeit 40er-Belohnungen? Oh nee, dreh dich weg, Roven. Wenn man etwas über Zauberkunst liest, muss man sich sehr konzentrieren. Das freut mich für dich, Roven. Ja, und jetzt dreh dich bitte wieder zur Seite und guck mich nicht an. Guck mich nicht... Roven, guck woanders hin. Aua, meine Augen. Boah. Oh, Leute, das ist kein schöner Anblick, du. Also mein Anblick ist auch nicht der schönste, aber guckt euch mal Roven an. Auf das Zaubern von Dicendo vorbereiten. Oh. Können Sie einen schwebenden Kessel hinabschweben lassen? Zeigen Sie es uns. Ja, werde ich auf jeden Fall. So Leute, wir gönnen uns jetzt schnell noch den letzten Stern und kriegen hoffentlich nochmal eine fette Belohnung. Entweder eine 40er oder 6 Futter wäre auch geil. 3 Futter oder 5? Ich nehme Wissen, Leute. Sie sind jetzt bereit, Dicendo zu zaubern. Dicendo zaubern. Hui, ja, das ist machbar, würde ich sagen. Hervorragend. So, Daniel, dann zeig mal wieder der ganzen Klasse, was für ein krasser Motherfucker du bist. Wow. Wow. Ganz toll. Ganz, ganz toll, Daniel. Ganz, 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 ganz toll. Also, muss man jetzt einfach mal so sagen, Leute, das war definitiv eine Meisterleistung. So, dafür kriegen wir wieder Hauspunkte einsammeln. So, und 25 Empathiepunkte. Gucken wir mal hier drauf, Leute. Nice, also in Empathie sind wir immer noch am weitesten, aber Tapferkeit auf Platz 2. Nee, nein, Wissen auf Platz 2. Lol, okay. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und hier sind wir aktuell bei 77 Punkten. 20 Punkte im vor dem zweiten Platz. Was auch nicht schlecht ist, glaube ich. Aber diese ganze Hausehre-Sache juckt mich nicht, weil die Kleidung juckt mich auch nicht. Und ich will nur diese Bücher. Und das kann ich halt nur alleine schaffen. Das ist manchmal echt frustrierend. Naja, egal. Leute, wir machen jetzt noch, weil die Folge noch nicht ganz so alt ist, diese Aufgabe hier mit Barnaby treffen. Und ich bin schon sehr gespannt, was der mit dreckig meint und was jetzt genau ansteht und ob er mich immer noch liebt. Los geht's. So, Barnaby, ich bin ja schon fast da mit Barnaby treffen. Okay. Ja, sind auf jeden Fall sehr sympathische Zeitgenossen hier. Hallo zusammen. Vor allem ich mit meiner super ordentlichen Kleidung und die alle voll abgefuckt. Aber ich sehe aus wie Newt Scamander, Leute. Das war mir wichtig. Hallo, du da? Wusstest du schon, dass Ziegen Butterbier mögen? Ich nehme an, jeder mag Butterbier. Ja, wahrscheinlich. Hallo, Aberforth. Sie wollen ein sauberes Glas, was? Holen Sie sich eins aus den 3 Besen. Okay. Ja, also man muss ja nicht unbedingt Wert auf ein schönes, auf einen schönen Pub legen, aber Hygiene sollte da sein, glaube ich. Naja, was weiß ich schon. Hallo, Barnaby. Daniel, was machst du hier? Du hast mich hergerufen, Barnaby, weil du irgendwas mir erzählen willst. Boah. Oh, ja, okay, das war nicht ein Fehler vom Spiel, das war einfach nur wirklich seine Dummheit. Du hast mich eingeladen. Du hast recht. Ich habe draußen eine Ziege gesehen und jetzt kann ich nur noch an Ziegen denken. Ja, dann schließ dich mal Aberforth an, ihr werdet ganz viel Spaß zusammen haben. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Ziegen? Nein, du Esel.
Oh. Ich wollte wissen, worüber du nachdenkst. Ich überlege lementig. Du musst schon ein Meister sein, um meine Gedanken lesen zu können. Angeblich habe ich eine einen außerordentlichen Dickschädel. Ich werde mir Mühe geben, bist du bereit? Ich kann es kaum erwarten, dass du in mir eindringst. Da ist immer etwas Platz in meinem Kopf. Ja, das stimmt. Warum ist er jetzt einen Schritt zurückgegangen? Legilimens! So, schön wieder die Katze nachzeichnen. Das machen wir jetzt jede Folge 5-mal, Leute. Ja, jede Folge 5-mal die Katze nachzeichnen. Was? Habe ich es nicht geschafft, lol? Nochmal ordentlich? Als ob ich gerade es nicht geschafft habe, eine Katze zu malen. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Hey, ich habe gar nicht Legilimens gesagt. Okay, 3 Stunden, let's go. So, dann gucken wir mal, was Barnaby alles so weiß, beziehungsweise was er alles so nicht weiß. Weil, ja, ich glaube, viel zu entdecken gibt es in seinem Kopf jetzt nicht unbedingt. Aber man weiß ja nie. Vielleicht ist er auch ein gesuchter Massenmörder. Oder ein Vergewaltiger. Oder irgendjemand anderes, der nicht gut ist für die Bevölkerung. Dann können wir den direkt einsperren, den Barnaby. So. Und ich hoffe gerade dezent, dass es mit meinen Energiepunkten so reicht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. So, nochmal zuhören dieser Person, die da sitzt und die mir sehr awkward rüberkommt, so. Wir haben noch 5. So, und jetzt nur einen. Und wir haben es leider nicht ganz geschafft, deswegen ich hole nochmal ein großes Paket, Leute. Wie gesagt, nächste Folge nehme ich ja auch noch auf. So, und dann in Barnabys Kopf eindringen. Legilimentik anwenden. Und dann jetzt aufpassen, dass man es effizient macht. Die 4 ist zu viel, der eine ist gut, aber reicht leider nicht ganz. Dann nehmen wir nochmal die 2, haben wir einen umsonst ausgegeben, das ist okay. So. Ja, Barnaby, wir sind fertig. Barnaby, du kannst dein Orgasmusgesicht sein lassen. Dankeschön. So, dafür kriegen wir wieder Münzen, die ich nicht mehr brauche. Dankeschön, Spiel. Was hast du in meinem Kopf gefunden, Daniel? Ich habe gesehen, dass deine Eltern dich furchtbar behandelt haben. Ja, ich versuche, das alles weit weg von mir zu schieben. Aber ich habe auch gesehen, dass du viel Spaß mit Tieren und magischen Geschöpfen hattest. Habe ich dir davon erzählt, wie... Ja, jetzt habe ich mich verschluckt. Habe ich dir davon erzählt, wie ich einmal 19 Knuddelmus auf meinem Kopf gestapelt habe? Das habe ich gesehen. Ja. Und du hast sie nicht nur auf deinen Kopf gestapelt. Manchmal wünschte ich, Hogwarts wäre nur voller Niffler und Knuddelmuffs. Vielen Dank, dass ich Legilimentik mit dir üben konnte, Barnaby. Ich glaube, ich werde schon besser. Ich weiß das erst sicher, wenn ich sehe, ob es auch bei Rakepick funktioniert. Was möchtest du über Rakepick herausfinden? Was sie über meinen Bruder weiß? Was sie auf der Karte des Rumtreibers gesehen hat? Was sie glaubt, in den verwunschenen Verliesen zu finden? Ja, eigentlich das, weil sie ist ja sehr interessiert daran. Wenn jemand weiß, was in den verwunschenen Verliesen ist, dann ist es Rakepick. Ich will wissen, was da drin ist. Sei vorsichtig, Daniel. Rakepick wird alles tun, um die Verliese zu finden und ihre Geheimnisse zu beschützen. Okay, woher weißt du das so gut, Barnaby? Steckst du etwa mit ihr unter einer Decke? Oh, mit Rakepick treffen. Verteidigung gegen die dunklen Künste beginnt gleich. Ja, Madam Rakepick, weiß ich. Gut, Leute. Das heißt, wir müssen uns jetzt sputen, weil nächste Folge müssen wir erstmal in Verteidigung gegen die dunklen Künste und mal gucken, was Rakepick da für uns bereithält, weil ganz normaler Unterricht wird das nicht sein, weil sonst würde es als normaler Unterricht gekennzeichnet sein. Deswegen, irgendwas wird wahrscheinlich in dieser Unterrichtsstunde passieren und was das sein wird, das werdet ihr in der nächsten Folge herausfinden, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.